Herzlich willkommen, euren Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Ich dachte mir, wir machen heute mal was in der Nacht, weil das haben wir glaube ich schon lange nicht mehr gemacht. Guck mal, er hier ist auch da. Das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich. Nein, nein, Geist! Ich bin's doch nur kleiner. Ich bin's doch nur. Ich kann es nicht glauben. Oh, warte, ich glaube, ich muss hier den Ton ein bisschen leiser stellen. So. Irgendwie wusste ich es ja immer, aber dass es Geister wirklich gibt. Oh, Moritz, hast du mich wieder erschreckt? Und weg sind sie, die Fragmente meiner Seele. Was für ein Elend. Ich kann doch nicht so länger aussehen. Was mache ich denn jetzt? Das ist mir wirklich unangenehm. Aber könntest du für mich wieder die Fragmente meiner Seele suchen? Suchen? Bitte, du musst es auch nicht umsonst tun. Mal sehen, insgesamt gibt es 5 Fragmente meiner Seele. Wahrscheinlich kannst du sie auf der Insel verteilt finden und du wirst einen Kescher brauchen. Ich verlasse mich auf dich, danke. Ja, ich dachte mir, wir nehmen heute mal eine Folge mal wieder bei Nacht auf. Denn neue Insekten und sowas, könnte ja irgendwas passieren, dass irgendwas an der Nacht ist. Ich habe nämlich vorhin noch geschlafen. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt noch bis spätestens 2 Uhr wach. Wir können mal hier eben gucken, was das da für ein Fisch ist. Vielleicht fangen wir auch einen neuen Fisch. Wäre auch cool. Sonst hätte ich auch noch entweder oder Fragen. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Genau, die habe ich von meinem Ask FM Dingsbums gesammelt. Das sind genau 27 Entweder-Oder-Fragen. Ich habe die kurz gefasst, aufgeschrieben. Ja. Ne, du bist Dingsbums. Genau. Und die erste Frage wäre Comedy oder Drama? Wenn ich das auf Serien beziehen würde, dann wäre es auf jeden Fall Drama. Ich liebe Dramaserien. Hier. 30 Reasons Why zum Beispiel ist eine Dramaserie. Riverdale, aber auch eine Fantasy-Serie. Gossip Girl fand ich in Ordnung. War jetzt. Muss ich aber wirklich nicht nochmal sehen. Also, ich glaube, Gossip Girl werde ich mir in der Zukunft nicht nochmal ansehen. Comedy-Serien bin ich irgendwie fast komplett raus, Leute. Obwohl, Takeshi's Castle fand ich immer cool. Aber ich weiß nicht wirklich, ob das zu Comedy zählt. Zählt das zu Comedy, Takeshi's Castle? Ist ja eigentlich schon eine Unterhaltung, würde ich sagen, ne? Wie nennt man denn solche Serien? Ja, ich würde das schon als Comedy-Serie betiteln. Genau. Das sind so eher meine Comedy-Serien. Obwohl ich dazu sagen muss, hier dieses neue von Netflix mit der Lava da, das gefällt mir gar nicht. Das finde ich irgendwie langweilig. Ja, irgendwie. Takeshi's Castle war cooler. Die wollten dann natürlich irgendwie anknüpfen, aber haben sie nicht geschafft, finde ich. Ja. So wie Ninja Warrior. Finde ich auch nicht ganz so cool wie Takeshi's Castle. Weil da glaube ich auch immer nur einer gleichzeitig antreten. Und bei Takeshi's Castle finde ich es irgendwie cooler alles. Alles Mögliche. So, Hund oder Katze? Ich hatte beides. Ich glaube, insgesamt hatten wir 3 Katzen und einen Hund. Warte, 3 Katzen? Ich muss gerade überlegen. Ja, waren 3 Katzen. Nicht, dass ich irgendeine Katze vergessen habe. Ich würde mich aber dennoch für einen Hund entscheiden, wenn ich dann irgendwann mal einen habe. Weil ich will mir auf jeden Fall irgendwann einen holen. Oh, ich wusste nicht, dass der da anbeißt. Oh, das ist nur ein Fragment. Denn ich gehe wahnsinnig gerne wandern und sowas. Und mit einem Hund wäre das, glaube ich, nochmal cooler. Also würde ich mir cooler dann vorstellen. Beziehungsweise das ist nicht der einzige Grund. Sondern weil ich Hunde einfach cool finde. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen und hätte auch gerne wieder ein.
So, Katze war immer ein bisschen blöd mit den Katzenklo. Natürlich könnte ich die Katze auch draußen herumlaufen lassen, aber das wollte ich als Kind nie. Nein, nicht. Keine Ahnung. Schokolade oder Gummibärchen? Ich glaube, ich bin dann doch eher Team Gummibärchen. Denn Schokolade ist nicht mein Favorite, Leute. Und, ach nein, daneben. Ist nicht mein Favorite. Ich esse eigentlich an Schokolade wirklich nur, wenn irgendwas auf Keksen oder hier auf Muffins oder sowas drauf ist. Dann esse ich Schokolade, aber sonst eigentlich in der Regel nicht. Wer wohnt hier nochmal? Pamela. Und hier? Kabuki. Genau. Sonst Weingummi liebe ich. Also am liebsten mag ich Cola-Flaschen und Kirschen. Und danach kommen, glaube ich, auch die Gummibärchen. Tatsächlich. Oh. Er ist wieder da. Geil, der Atlas-Spinner, glaube ich. Oder so. Ja. Atlas-Spinner. Angel. Es gibt echt viele Insekten, glaube ich. Ich habe ganz, ganz kurz mal über die Liste drüber geschaut. Hab mir aber jetzt nicht angeschaut, wann und wo. Deswegen dachte ich mir, vielleicht sind welche da, vielleicht nicht. Vielleicht gehen wir gleich auch nochmal schwimmen. Sehen wir gleich. So, Rucksack oder Koffer? Ich was ist das eigentlich für eine Frage? In welchem Zusammenhang sollte ich? Oh, ich brauche eine Kescher habe ich. Ich brauche ein Dings. Eine Angel. Oh, der Shop hat zu, ne? Oh Gott, vielleicht haben wir noch was zu Hause. Naja, wir können ja erstmal das Fragment noch suchen. Ja, wann würde ich denn einen Koffer mitnehmen, außer zum Urlaub? Oder so einen Koffer, wie manche Lehrer den haben und den dann hinterher ziehen. Nee, das auf jeden Fall nicht, aber sonst? Keine Ahnung, also ich muss mir auch mal wieder einen neuen Rucksack kaufen, meiner ist komplett kaputt. Vor allem, wenn ich dann wieder zur Uni gehen muss. Meiner ist sowas von kaputt. Und den kann ich eigentlich nicht mehr zeigen. Ist auch schon manchmal ein bisschen unangenehm, dass ich den noch habe. Aber einfach die Nostalgie, Leute. Die Nostalgie. Der ist, glaube ich, der hat 8 Jahre jetzt mich in der Schulzeit begleitet. Ne, von Klasse 5 bis Klasse 12. Sind das 8 Jahre? 7. 7? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. 8. Und ja, den wollte ich nicht missen. Und jetzt noch ein Jahr Uni, habe ich den auch benutzt tatsächlich. Alle hatten irgendwie voll die coolen Rucksäcke und dann kommt mein gammeliger Rucksack, der schon fast auseinanderfällt. Aber ich mag den, ich mag den, ich mag den immer noch. Ich würde den sogar noch weiter benutzen, wenn ich da Reißverschluss kaputt ist, aber der ist schon seit 4 Jahren oder so ist kaputt. Naja. Deswegen bin ich eigentlich Team Rucksack. Was ist das denn da? Hallo, ich krieg den. Ich erkenne nur nicht wo. Ach, vor mir. Vor mir. Ach, ich hab dieses komische Vieh hier. Eine Mücke. Ach, eine Mücke war das. Alter. War aber nervig zu fangen. Die war nervig zu fangen. Ich glaube, ich muss mal hier irgendwann ein Team aufstellen, ja, was mir die Blumen hier alle ordentlich macht. Mit zu viele. Sind mit zu viele. Haben wir eigentlich alle Fragmente? 4. Eins fehlt noch. Oh. Vielleicht hier oben irgendwo. Hoffe ich mal. Hoffe ich. War da rechts was? Nee, das war ein Fenster. Okay. Na, oben könnte vielleicht auch sein. Ja, also wie gesagt, ne? Urlaub, Koffer meistens, aber
Meistens nehme ich beides mit, weil in meinem Rucksack da meine Switch zum Beispiel drin ist. Denn ohne die weiß ich nicht, was ich während einer Fahrt mache. Es sei denn, ich muss fahren. Dann muss ich natürlich fahren und kann nicht hier an der Switch herumspielen. Und sonst den Koffer. Also der Koffer, der kommt wirklich zu jedem Urlaub mit. Ja. Obwohl brauche ich auch einen neuen, weil dieses komische Dings nach oben ist kaputt. Hose oder Rock? Hose? Fußball oder Formel 1? Wenn, dann würde ich tatsächlich mittlerweile sagen Formel 1. Aber nur, weil ich Livestreams von dem Computerspiel Formel 1 schaue. Und ja, Fußball, keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, noch nie so wirklich... Habe ich, glaube ich, zweimal verfolgt wegen einem Freund. Der wollte... Der war richtig Fußballfreak, ja. Ja, dann habe ich mir zwei Matches angeschaut, habe gesagt, ja, okay, ist gar nicht so schlimm. Oh, die Tapete ist echt schön. Was brauchen wir dafür? Koralle und Sommermuschel. Okay, die machen wir uns mal eben. Ja, dann habe ich mir das angetan, zwei Matches. Habe dann einmal seinen Lieblingsspieler beleidigt, weil er so schlecht war. Und dann hat er mich erstmal geblockt für 2-3 Wochen. War ganz lustig, Leute. War ganz lustig. So. Und seitdem habe ich auch nie wieder mehr ein Fußballmatch angesehen. Dachte mir, komm, ich habe eh keine Ahnung, macht mal, was ihr da machen wollt. Deswegen würde ich Formel 1 tatsächlich sagen. Ja. Tada, Meerestapete fertig, genug fürs Erste. Super, die können wir jetzt nach unten tun. Zitrone oder Pfirsichstee? Ich denke, die reden hier vom Eistee, dann gar nichts von beiden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Oh, ist die Tapete schön. Oh, erstmal hier alles rausmachen, was das hier verderben würde. Oh mein Gott. Ist das für eine schöne Tapete, Leute? Oh, ich bin Fan, ich bin Fan. Schnell weg. Sonst bin ich da ja noch ewig. Sonst momentan Kirsch Amarena Tee. Der ist bis jetzt der leckerste für mich. Also der geschmacklich am leckersten für mich ist. Der Rest, der war immer so irgendwie so leicht bitter und so. Das fand ich nicht so ganz so cool. Nee. Braunkorn ins Lager. Okay. Achso, ich wollte mir eine Angel holen. Stimmt. Puzzeln oder Fernsehen? Dann Fernsehen. Ich habe nicht mal ein Puzzle, glaube ich. Also früher hatte ich schon sehr viele Puzzle, aber ich glaube mittlerweile habe ich keinen Puzzle mehr. Nee. Tee oder Kaffee? Tee. Kaffee habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Das denke ich, da ändert sich auch erstmal nichts dran. So, checken wir uns mal zwei Dinger. Oh, einen Cash haben wir gar nicht. Müssen wir auch mal wieder auf Vorrat kaufen. McDonald's oder Burger King? Das ist ja immer so eine Sache, ne? Bisschen zwiegespalten, aber McDonald's gewinnt meistens immer. Das wird euch jetzt wahrscheinlich überraschen, aber ich bin tatsächlich... Oh, Edde. Hey, der König, ich habe schon nach dir gesucht. Du wolltest so einen Straßbrille, oder? Tja, rat mal, was ich hier... Oh. Dann hast du das nie gesagt, Gehirn schon wieder lässt du... Naja, egal. Du kannst das Ding trotzdem gern haben. Oh, danke schön. Ja, es wird euch überraschen. Ich mag McDonald's lieber. Also bei Burger King war ich, glaube ich, dreimal in meinem Leben und habe da was gegessen. Die Chicken Nuggets habe ich gegessen. Die fand ich irgendwie eklig. Die haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Und Pommes habe ich dort auch öfters, also dreimal dann gegessen, ja. Aber die schmecken, keine Ahnung, die schmecken auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also da fehlte Salz, das war irgendwie alles komisch. Da mochte ich, also da mag ich echt lieber die Pommes und Nuggets von McDonald's. Weitaus mehr. Weitaus mehr.
Außerdem koche ich momentan gern viel auf Instagram, ne? Da könnt ihr mal gucken. In meinem Feed. Macht echt Spaß. Also ich habe Spaß mit diesen neuen... Ach Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Reap? Reap? Ich glaube, Reap heißt dieses komische Tool. Ja, das benutze ich zurzeit viel. Beziehungsweise habe ich jetzt zweimal benutzt und es macht echt viel Spaß. Als nächstes möchte ich nämlich einen Hamburger machen. Brötchen selbst machen, die Roulade fertig selbst machen. Alles selbst machen. Und ja. Wo kann denn jetzt noch dieses letzte Ding sein, Leute? Hallo, Miss Süße, du bist ja nochmal. Huch, du kannst heute ja gar nicht genug von meiner Gesellschaft bekommen. Ich bin richtig froh. So ein Streifentauchanzug befördert Augen. Und das geht nicht nur für den Körper. Ja, ja. Okay. Dann Tattoo oder Piercing. Beides nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich Tattoo. Piercings finde ich richtig. Also ich finde die nicht hübsch. Aber ist ja Geschmackssache, Leute. Ist Geschmackssache. Wer nicht hat, der hat, ne? So. Oh, super. Ein Hirschkäfer. Cool. Achso, ich habe auch noch hier, bevor wir es vergessen, Album. Hier habe ich ein paar Shinies fotografiert, die ich noch gemacht habe. Ich habe noch, einen. Ja, schneller? Oh, ne, geht nicht schneller. Keine Ahnung, was ich hier gefangen habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gefangen. Sonst Vampir oder Werwolf. Auf jeden Fall Vampir. Vampire leben ewig und das will ich auch gerne. Irgendwas habe ich hier Neues bekommen. Ich weiß es gerade nicht. Gold oder Silber? Ich persönlich würde Silber sagen. Ich finde Silber sehr schön. Gold ist natürlich ein bisschen wärmer. Und, achso, ein Krebs. Stimmt. Ein Gazami-Krabbe. Gibt's auch eine Salami-Krabbe? Oh. Und hier haben wir auch noch was. Eine Perle, genau. Genau, das war's dann auch damit. Oh Gott. Und dich habe ich auch noch. Japan-Rosenkäfer, okay. Rock oder Popmusik? Auf jeden Fall Popmusik. Poprock geht auch noch. Puren Rock, da bluten dann irgendwann meine Ohren. Bin ich so der Rockige. Ja. So, wo ist denn dieses letzte Ding? Ist es auch nicht. Ich finde dieses letzte Element nicht. So. Was haben wir hier noch? Was? Holz oder Plastik? Holz? Plastik? I don't know. You don't know? Ich glaube, ich brauche wieder neue Bäume. Es gibt so viele Insekten an Bäumen mittlerweile. Und ich habe nur vorne die Bäume. Aber die müssen eigentlich reichen. Aber ich hoffe, so kriege ich auch noch alle Insekten. Wie viel Platz habe ich noch? Platz habe ich noch genug? Okay. Wo ist denn dieses Fragment, ey? Finde ich nicht. Oh. Ja, du bist aber nur so ein Japan-Rosenkäfer, oder? Ja, oder nicht? Das werden wir nie erfahren. Ich muss gleich mal echt systematisch durchgehen, wo ich noch nicht war. Wo noch niemand war. Wo noch niemand war. Was haben wir hier noch? Auto oder Fahrrad? Kommt auf den Ort an. Auto, wenn überall Berge sind. Ich hasse Berge. Hallo Himmelsschalter, das fange ich mal. Und sonst will ich auch Fahrrad fahren. Aber die Berge, die machen es nicht leicht für mich, Leute. Nicht leicht, ich hasse Berge. Ich hasse Berge. Obwohl zum Wandern finde ich gut. Singen oder tanzen? Auf jeden Fall singen. Ich meine, tanzen macht mir auch sehr viel Spaß.
nur ich kann es nicht. Aber singen macht mir da noch mehr Spaß. Aber ich kann es auch nicht. Okay, ich muss jetzt systematisch hier durchgehen. Ich raste hier sonst leider aus. Wo ist die schönes Fragmentchen? Hier haben wir noch ein Käferchen. Oh. Das heißt, super. Bier oder Wein? Weder noch, Leute. Ich trinke nichts. Ich trinke keinen Alkohol. Habe ich auch noch nie. Außer Hustensaft. Und ich bin eigentlich stolz drauf. Natürlich werde ich es vielleicht irgendwann mal probieren. Aber wirklich nur probieren. Ich will nicht so süchtig werden wie andere Leute. Denn, ja. Denn das bin ich, Leute. Jemand, der keinen Alkohol trinkt. Super, ne? Feiern oder chillen? Geht beides klar. Manchmal habe ich so meine Phasen, da sage ich dann immer ab. Hab echt oft, sehr, sehr oft abgesagt. Was haben wir hier? Einen Nashornkäfer. Und ja, tut mir auch leid für die alle, aber tut mir leid. Tut mir echt leid, dass ich so oft abgesagt habe. Wollte nie so oft absagen, aber irgendwie kam es dazu. Das ist irgendwie so ein automatischer Reflex. Wenn man nicht sicher ist, ob man kommen kann oder nicht, sage ich nicht, es ist nicht sicher, ob ich komme, sondern ich sage einfach direkt nein und dann ärgere ich mich am Ende des Tages. Und ja, es hat mir schon die ein oder anderen neuen Freunde vielleicht gekostet. Könnte ich mir gut vorstellen. Schwarz oder weiß? Ich bin für weiß. Weiß finde ich irgendwie schöner. Also so weiße Autos oder sowas. Obwohl bei weiß sieht man nie einen Fleck. Oh, das ist auch eine schöne Tapete. Ja, ich würde glaube ich trotzdem sagen weiß. Ich finde weiß sieht ein bisschen edler aus, oder? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Ist glaube ich auch, wenn ich gerade so darüber nachdenke, ist wahrscheinlich echt eine blöde Frage für die heutige Zeit. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, ja? Es tut mir leid. Bitte verurteilt mich nicht. Aber ich finde weiße Blumen schön. Und auch weiße Autos finde ich sehr schön. Auch wenn die meistens billiger sind als die farbigen Autos. Was ich natürlich verstehen kann, aber ich finde, die sehen irgendwie edler aus. Irgendwie sehen die edler aus. Und ich finde dieses scheiß letzte Fragment nicht. Wir haben immer noch nur 4, ne? Ach Gott, ey. Wo ist das denn? Ich meine, komm, wir geben jetzt erstmal das Zeugs hier ab. Das gibt's ja nicht hier. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten, weil ich hoffe, da schneit es. Butter oder Margarine? Butter oder Margarine. Butter ist halt teurer, ne? Ich benutze schon öfters Margarine tatsächlich. Dich. Oh, die Perle haben wir schon. Bist du? Ah, ist ein anderer. Ah. Ihr seid aber die gleichen. Okay. Boah, ist schwer. Benutzt so eine Backmargarine. So eine Mischung aus Butter und Margarine tatsächlich. Back- und Bratmargarine, die nutze ich eigentlich immer. Ist auch etwas teurer als die normale Margarine. Sommer oder Winter? Auf jeden Fall Winter. Superman oder Batman? Weder noch. Supergirl? Wieder. Mann, okay, ich muss jetzt dieses Element hier finden, ja? So, ich gucke jetzt erstmal nicht mal aufs Handy. Denn hier muss irgendwo dieses Kack-Element sein. Oh Gott, da war schon wieder so fies. Okay, ich habe jetzt doch nochmal drauf geguckt. Warm oder kalt? Hä, das ist alles blöde Fragen, wirklich. Nudeln oder Kartoffeln? Auf jeden Fall Kartoffeln. Hallo? Mit Nudeln kann ich doch
viel, viel weniger machen. Ich nehme die Aussage zurück. Mit Nudeln kann man schon sehr, sehr viel machen. Aber ich persönlich esse viel, viel lieber Kartoffeln. So, ich gehe wieder hoch. So, hier ist aber auch nichts. Gehen wir jetzt nochmal hier unten rechts am Strand gucken. Hätte ich auch direkt machen können, wenn ich das hier gerade so sehe. Wo ist denn das? Oder gibt es nur vier? Nee, es gibt doch mehr als vier. Müsste ich aber wissen hier. Wo treibt sich dieses Fragment herum? So, was haben wir hier? Ein Sandläufer, ne? Ja. Schade. Schade, schade. Hier ist auch nichts, was? Okay. Also ich wüsste gerade echt nicht, wo es ist. Könnten hier mal kurz gucken. Hier sieht es auch nicht so noch aus. Und irgendwie juckt mein Kinn. Wo ist es? Wo könnte es denn sein, ey? Wie nervig. Oh, da ist es. Da ist es ja. So, da habe ich's. Super. Super, super. Da war gerade irgendwo eine Fliege, aber die habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät gesehen. Ah, da, das ist dich habe ich. Oho, ein Goldmistkäfer. Tja, Gegensätze ziehen sich an. Okay, Kescher weg. Das heißt, ich kann jetzt keine Insekten mehr fangen. Macht nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal eine Runde Schwimme. Schwimme, Schwimme. Aber erst gehen wir dem Geist hier seine Sachen wieder. Hallo. Also dann, gib sie mir schnell. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Harry Potter oder Herr der Ringe, auf jeden Fall Harry Potter, Leute. Ihr wisst ja, wie groß meine Liebe zu Harry Potter ist. So. Etwas Neues. Ich glaube, ich weiß nicht, ja, aber ich gebe dir einen Gelb-Blütenmusterboden. Oh. Okay. Weil bei Neues, da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich immer was Neues kommt, ja? Also die dann immer was Neues bekommt. Und bei dem anderen, da kann ich mir das nicht so vorstellen, dass man dann wahrscheinlich irgendwann mal das Doppelte bekommt. Und das fände ich blöd. Hier. Ja, okay. Hübsch. Ins Lager, bitte. Den behalten wir mal. Das kann aber alles ins Lager. Ja. Ich habe Merlin fast durch. Also zumindest die dritte Staffel habe ich fast durch. Oder? Habe ich die durch? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, Leute. Oh, die Perle, die will ich mir gleich nochmal ansehen. Unten. Weiß gar nicht, habe ich die durch? Die Staffel nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht ganz. Vikings habe ich noch nicht weiter geschaut. Weil ich ja gestern erstmal. Vorgestern erstmal Warrior Non angesehen habe. Oh, Edde, hallo Edde. So, dann gehen wir mal. Dann ist der Startpunkt hier. So. Oh, ah. Look, 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 look. Oh, ist das dunkel, ey.
glaube, ich muss mal. Oder ich gucke auf dem OBS-Fenster. Vielleicht sehe ich da, sehe ich es da besser. Ist echt dunkel, oder? Okay. So, weiter geht's. Sonst freue ich mich wahnsinnig auf Sonntag. Auf die neue Pokémon-Serie. Kommt dann auf Super RTL um 10.30 Uhr. Da freue ich mich sehr darauf. Dafür muss ich dann morgen auch erstmal mein Telekom-Dings-Receiver da anschließen. Damit ich das dann auch gucken kann. Guck mal, für sowas mach ich den Fernseher an. Nur für sowas. Weil das Design gefällt mir sehr von der Serie. Nicht so wie Alola. Das fand ich nicht ganz so cool. Sieht auch richtig schäbig aus, finde ich. Weiß, die neueste Staffel ist jetzt auch mittlerweile auf Netflix. Ich habe kurz reingeschaut. Zumindest die letzte Folge habe ich mir dann angesehen, die Verabschiedung. Und da kamen irgendwie überhaupt keine Gefühle. Sonst sagt man so, oh, cool, schön. Schön, wie sie sich verabschieden. Aber da war es irgendwie so, naja, wow. Ash hat Kukui umarmt und das war es dann auch. danke. Noch eine Qualle. Oh, ich hoffe, die kann ich alle ausstopfen. Dann habe ich eine schöne Quallenlampe. Das wäre doch schön. Das wäre echt schön. Wünsche mir vielleicht noch ein bisschen schneller, dass man schwimmen kann. Aber in Animal Crossing kann man ja eh nicht alles haben. Ich bin gespannt auf das Animal Crossing in, keine Ahnung, in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Wie das dann da ist. Bin ich echt gespannt. Das müsste ja dann nur so vom Feature explodieren, ey. Obwohl ich noch ein bisschen angepisst bin, dass Gerd hier noch keinen Laden bekommen hat. Das finde ich noch mega schade. Und dass hier Schlepp und Nepp immer noch so klein sind. Oh, wir haben was Neues. Ein Seeohr. Gibt es auch ein Hörauge? Oh Gott, ey. Oh cool, wir haben schon mal was Neues. Gibt's das nur nachts? Boah, ist das hell. Aua, meine Augen, ey. Seeohr. Boah, auf jeden Fall. Ich klicke hier einfach mal eben alle an. Hier haben wir die Zikade. Oh, die ist nur mittags da. Okay. Dann der Mistkäfer, den Hirschkäfer und den Nashorn. Den Sägezahn-Dings. Hier haben wir das versteckte Blatt. Ja. Okay. Oh, so. Okay, schwimmen wir hier ein bisschen weiter noch. Wo waren wir? The Cursed. Freue ich mich immer noch, kann ich mir wiederholen. In Merlin habe ich auch entdeckt, dass der Lucifer-Darsteller da drin mitspielt. Fand ich richtig cool, als ich das entdeckt habe. Dass ich mir so, oh wow, was? Der hat da mitgespielt? Wow, cool. Cool, cool, cool. Kommt er im August? Da auch mega cool. Katie Keen wurde abgesetzt, diese Serie im Riverdale-Universum. Ich habe Katie Keen nie gesehen, deswegen. Was denn? Ein Fangschreckenkrebs. What? Oh, Schreck, was für ein Fang. Der sah ja cool aus. Ja. Soll halt nicht ganz so cool gewesen sein. Ich kann aber auch nichts mit den Hauptdarstellern anfangen. Die eine hat ja bei Pretty Little Liars mit. Oh, das müsste ich eigentlich auch noch schauen. Müsste ich vielleicht auch noch irgendwann mal schauen. Das hat so viele Staffeln, ne? Aber das habe ich zu Gossip Girl auch gesagt und dann habe ich es doch irgendwann mal angefangen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Vielleicht schaue ich das nach Merlin. Obwohl ich will Vikings endlich mal durch haben. Und The Boy Staffel 2 kommt auch noch bald. Letzten Monat. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war ja auch was. Bleib hier, bleib hier. Komm, dich krieg ich doch.
Das war knapp. Ein, noch einer. Okay. Fangschreckenkrebs. Super. Eine Seeanemone. Guck mal, da sind wir gleich schon eine Runde geschwommen. Ich weiß gar nicht, wo der Otter sich eigentlich immer aufhält. Dass man den dann mal irgendwann zwischendurch die Muscheln geben kann. Läuft er dann herum auf der Insel oder? Weiß ich nicht. Vielleicht finde ich es ja irgendwann noch raus. Irgendwann. Hier sind echt viele dieser Blubberbläschen. Ich meine, ich wäre auch gerne auf so einer Insel hier mit Internet. Das wäre toll. Oh. Ein Griffelseeigel. Dich wollte ich immer schon in die Griffel bekommen. Ah ja. Daher hat also Griffel das Pokémon seinen Namen. Interessant, interessant. Das sind aber viele Blubberbläschen, oder? Kommt mir das nur so vor? Weiß nicht. Ah, ist eine Seeanemone. Okay, kam mir wohl nur so vor. Da haben wir noch was. Zeig mal her. Oh je, Mine. Hallo, bleib stehen, danke. Was denn? Achso, wieder ein Seeohr. Okay. Okay. Ach man, ich liebe dieses Wassergeplätscher. Nur einschlafen. Obwohl, doch kann ich, glaube ich, dazu. Kommt sonst diesen Monat noch was raus? Nee, ne? Paper Mario. Ich weiß noch nicht, ob ich es kaufen kann. Denn ich weiß gerade nicht, ja. Durch Corona bekomme ich diesen Monat kein Kindergeld. Erst im August wieder. Wieso auch immer. Keine Ahnung. Die haben mir geschrieben, nee. Diesen Monat gibt es kein Kindergeld. Deswegen habe ich diesen Monat nicht so viel Geld, Leute. Weiß ich noch nicht, ob ich Papers Mario da anschauen kann. Ich studiere ja zurzeit, aber ich habe vergessen, diese komische Dingsy-Bumsy da. Die Bescheinigung, dass man studiert, abzugeben. Die wäre jetzt, glaube ich, im Juni fällig gewesen. Aber durch Corona war ich ja nie in der Uni. Deswegen konnte ich die ja nie ausfüllen lassen. Naja. So ist das Leben halt. Aber ich kann es nur nachreichen, haben sie gesagt. Wenn das jetzt noch vor dem 10. passiert, muss ich schauen, ob ich das noch schaffe. Aber sonst gibt es Paper Mario vielleicht erst einen Monat später oder so. Oder gar nicht. Mal schauen. Ich möchte es eigentlich schon gern spielen. Aber es kommt, glaube ich, auch auf den Preis an. Wenn 60 Euro kostet, dann auf jeden Fall nicht, weil so gehypt bin ich da doch nicht aufs Spiel, dass ich dafür 60 Euro ausgebe. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich gehe gleich auch schlafen. 0.33 Uhr. Es geht doch schon früher ins Bett. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so richtig geschlafen habe, Leute. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht so daran erinnern. Den da an sich Stern. Cool, den haben wir noch nicht. Den Stern haben wir noch nicht. Aber ihn habe ich jetzt hier nirgendwo gesehen. Der ist irgendwie weg. Oder kommt der am Rand? Wir gucken mal eben. Kriegt man nichts? Nee. Er kommt nicht am Rand. Okay. Hätte mir vorstellen können, dass er dann da auftaucht. Ja, hier haben wir noch was. Zip. Eine Muschel. Eine Kammmuschel. So, ich habe jetzt eine Kammmuschel. Aber
Ich weiß nicht, wie der auftaucht, der Typ. Da, 500, okay. Hier unten ist aber wahrscheinlich nichts. Ah, guck mal, der ist nur nachts, also abends. Bis morgens da. Guck mal, da. Ach so, eine Beule ist ja nur das. Die Ecke. Mit der wahrscheinlich der Typ auch nicht kommt. Keine Ahnung, wie dieser Waschbär kommt. Ja, echt keine Ahnung. Noch eine Kammusche. Okay. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht verkaufen. Ja. Dann haben wir das ja auch gemacht. Dann gehen wir jetzt oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Zu Eugen, um die Fossilien abzugeben. Ja, ich gehe unten, ja. Ich gehe unten, ja, und da gehe ich schlafen, glaube ich. Ist auch wieder wie müde. Oh, ein Geschenk. Das hole ich mir noch. Och man, hier sind so viele Blumen. Ja, wir warten jetzt hier. So, jetzt. Super. Aber was haben wir denn diesmal Schönes? Oh, mein Inventar ist so schön bunt. Ne, dich haben wir nicht da drin. Ein paar Pantoletten. Cool. Danke. Danke, danke für dieses wunderschöne Geschenk. Ich habe hier außerdem heute den Boden weggemacht. Aber er war zu voll, das wieder zu reparieren. Boah. Morgen kommt wahrscheinlich kein Animal Crossing, da kommt dann vielleicht mal Minecraft Dungeons oder sowas. Schauen wir mal. Ach, doch nur so viel, ey. Oh ne, warte. Und so. Ja Leute, ich würde dann sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.